Jo, Freunde, schön, dass du mit dabei seid bei einer weiteren spannenden Folge The Last of Us Part 1 auf dem PC. Wir sind quasi da auf dem Weg zum Rathaus, wo wir heute aufgehört haben oder gestern aufgehört haben, ich weiß schon gar nicht mehr. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns ein klein bisschen um. Am Mikrofon sitzt wie immer der Tony und steuert hier diesen wunderhübschen Charakter namens Joel. Die Mädels stehen da unten schon auch parat. Wir schauen uns hier aber kurz noch mal ein bisschen um. So. Wir müssen wahrscheinlich da lang. Sollte langen. So, aber ich will mich hier kurz noch mal umschauen, denn hier liegt einer. Wenn wir gleich lesen. Sieh mal an. Da waren da vorher zwei gelegen, haben wir jetzt alle mitgenommen wahrscheinlich. Was, wenn wir hinkommen und alle sind tot? Sind sie nicht. Und woher weißt du das? Ich weiß es einfach. Okay, dann lasst uns weiter, Mädels. Hey, alles wird gut. Okay. Na also. Endspurt, Tess. Ah. Mir ist wohler, wenn ich mich umgeschaut habe. Nur dass das klar ist, ich kann nicht schwimmen. Ich kann auch nicht schwimmen. Auf der rechten Seite sieht es flach aus. Folgt mir. The right side ist flach. Gut, dass Marlene euch Main Building. Was meinst du? Ich weiß, ihr werdet dafür bezahlt. Aber ich will mich bedanken. Ja, kein Ding. Kurz da hinschauen. Melinda Davidson. Vielleicht findet man ja noch was. Nun gut, dann wollen wir mal den Mädels folgen. State House. Aber das schaut echt geil aus. Also ich muss echt sagen, ich bin richtig geflasht über die Grafik. Allein deswegen macht Spaß, das hier zu spielen. Normalerweise bin ich ja keine so Grafikhure oder sowas.
in dieser Richtung. Aber das hier ist mal wirklich schick. So, Mädels, dann lass uns mal da reingehen. Nein. Nein, nein! Und was machen wir jetzt? Was machst du da, Tess? Oh Gott, vielleicht haben sie sowas wie eine Karte oder irgendeinen Hinweis auf ihr Ziel. Wie weit soll das hier noch gehen? So weit, wie es eben gehen muss. Wo ist dieses Labor? Oh, ich weiß es nicht. Sie hat nur gesagt, es wäre irgendwo im Westen. Was machen wir hier? Das geht uns nichts an. Was weißt du denn schon? Über mich? Ich weiß, dass du klüger bist als das. Ach ja? Wir sind abscheuliche Menschen, Joel. Und zwar schon echt lange Nein, Zeit. Nein, wir sind Überlebende. Das ist die Chance. Es ist vorbei, Tess. Wir haben es versucht. Gehen wir nach Hause. Ich gehe nirgendwo hin. Hier ist Endstation. Was? Irgendwann musste es ja vorbei sein. Was erzählst du da? Nein! Fass mich nicht an. Oh nein, Scheiße. Sie ist infiziert. Echt jetzt? Lass mal sehen. Ich wollte nicht... Zeig es mir! Oh Gott. Ach. Ups, was? Wann ist denn das passiert? Zeig mir deinen Arm. Das ist 3 Wochen alt. Mein Biss ist 1 Stunde alt und ist schon schlimmer. Das hier ist real, Joel. Du musst die Kleine zu Tommy bringen. Er kannte diese Leute. Er kennt bestimmt auch ihr Versteck. Oh nein, 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 nein. Du wolltest das hier. Ich mach das nicht mit. Doch, machst du. Hey, ich weiß, ich bedeute dir genug, dass du mir diesen letzten Wunsch nicht abschlagen kannst. Also bring sie zu Tommy. Shit. Sie sind hier. Ich verschaffe euch Zeit, aber ihr müsst hier weg. Was? Wir sollen dich einfach hier lassen? Ja. Das werde ich auf keinen Fall. Ich verwandle mich nicht in so ein Ding. Na los. Mach's mir nicht so schwer. Ich kann kämpfen. Nein, geh einfach. Geh doch endlich. Ellie. Tut mir leid, ich wollte das nicht. Los, beweg dich. Ja, dann halt mal die Stellung, Tess. So lange wie es geht. Stopp! Du bleibst nicht bei mir, wir müssen weg. Oh Mann. Okay, können wir hier kurz rumäugen? Na, können wir da vielleicht irgendwas herstellen? Okay, lang. Okay, dann lass uns hochgehen. Jetzt lauf einfach weiter. Mit wem redet denn der? Oder ist Ellie schon weiter? Yes, sir. Oh mein Gott. Tess.
Sie werden bald hier sein. Ja, bis ganz da hinten will ich aber auf jeden Fall nicht. Ich kehr gleich wieder um. So, alles klar. Los, Tempo! Weiß ich, war wieder zu langsam da. Aus dem Weg. Hätten wir noch beinahe übersehen, ey. Da sind wir also quasi im sogenannten Rathaus. Oh. Wechsle aber trotzdem zur Pistole. Was machen wir? Außenrum! Joel? Ich hab es. Einer. Mindestens zwei habe ich gesehen. Drei. Vier. Hier kommt einer. Hin einer im Sinn. Nicht so scheiße, du bist ruhig. Mal schauen, ob der steht immer noch da hinten wie angewurzelt. Das werden wir wahrscheinlich als nächstes irgendwann mal verbessern. Da drüben ist einer. Geht der hin, rechts, links, geh. Es muss alles schneller gehen.
Ja, stöbern kann man später. Bleib bei mir. Na los. Oder wir verbinden es gleich miteinander. Hol. Shit. Fallen lassen, Baby? Nee. Es war dann Nummer 3. Also sind irgendwo noch 2 unterwegs. Einer da und einer wo? Willen? Also wir werden da lang gehen und hoffen, shit, das geht gar nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Okay, komm, Ellie. Bin hinter dir. Oder waren es doch nur 4? Wir aber trotzdem noch mal schauen, irgendwo. Meinte ich, habe ich eine Flasche gesehen oder irgendwie so. Hier. Nehmen wir doch das gleich mit. Wir bewegen uns aber trotzdem leise voran. Nicht, dass wir da eine böse Überraschung hören oder erfahren. Au. Halt, habe ich mich hier genau umgeschaut. Alles gut. Was machen wir? Joel, wie kommen wir hier raus? Okay, wir müssen durch den Gang. Deckung, ich weiß nicht, wie viele es sind. Eins, zwei, drei, vier. Na, Spechten, wie die langlaufen.
Norden sicher, kein Ziel. Haltet die Stellung! Da rechts. Okay, wir gehen mal hinten durch den großen Raum. Oh. Muss alles schneller gehen. Mist. Wenn du mich... Auch noch zwei. Also gehe ich schnell noch mal da hinten rein. Voll. Messers haben wir auch voll. Alles gut. Wenn wir mal kurz aufs Sofa schauen. Ah, alles gut. Und noch drei Stück. Nicht aus den Augen verlieren! Wo ist denn der? Wo steckst du? Dann mal los! Mann, ich bin so ein schlechter Schütze. Oh, Scheiße. Hoffentlich waren das jetzt alle.
heißt, ich bin jetzt gezwungen, da noch einmal den ganzen Komplex abzulaufen, um zu sehen, ob da noch irgendwo Munition rumliegt. Bei den anderen Leichen. Vielleicht hier in diesem Bereich. Alles klar, gut. Da war ja dann so keiner. Jetzt habe ich schon gedacht, da vorne steht einer. Schauen hier trotzdem noch mal alles ab in dem Bereich. Joel, da ist der Ausgang. Ich sehe ihn. Noch einer? Mal kicken, ne, ist keiner da. Alles klar. Dann quasi also nichts, aber hier müssen wir noch wahrscheinlich lang. Park Street, ein Apartheid Boston. Ja, da müssen wir wahrscheinlich darunter. Die schießen da noch. Das sind aber ein paar böse Gangster. Alles gut, dann gehen wir mal da rein. Halt, habe ich da was gesehen? Bull. Bull. Gut. Aber ziemlich duster da hier unten. Die Fächer checken. Nix. Redline. Noch welche? Da drüben ist ein Soldat. Stellung halten und auf Verstärkung warten. Verstanden. Stellung halten. Wie kannst du das verdammte Zeug einatmen? Ich hab dich nicht angelogen. Hast du sie? Nein, alles leer. Ich hab nichts gesehen. Gebiet durchsuchen. Wir sollten sie finden und abhauen, bevor Klicker kommen. Schon wieder Klicker. Ja, gut. Richtig. Immer haben wir da vielleicht noch einen Backstein einstecken? Bester. Ja.
Hast mich einen Stein gekostet. Du Sack. Schauen wir mal schnell hier. Extra Ration. Hier kann man nicht lang. Ist gut. So, auf jeden Fall brauchen wir auf jeden Fall dann noch irgendeine Flasche oder einen Backstein. Wenn wir da reinschauen. Also da kann man nicht drauf. Aber wir können auch im Zuge entlang laufen, vielleicht liegt da drin irgend noch was. Ah, nee. Klar, dann schauen wir uns nach einem anderen Weg um. Aha, hier schaut gut aus. Na gut. Also doch schwimmen. Oder hoch? Nee. Aha. Fast wie ein Tomb Raider. Scheint mir hier unten weiter zu gehen. Was für eine Kloake. Ellie? Mir geht's gut. Aber wie kommt denn die jetzt auf einmal daher? Cool. Frank. Also drüben sehe ich eine Palette. Gut. Ich will aber gerne wissen, wo es da lang geht. Also gehe ich nicht mehr da rein. Alles klar, und hier gibt es sonst weiter nichts.
Boah, das war arschknapp. Wer lässt sich denn sowas einfallen, du? Ist da unten was? Eine Sackgasse. Okay. Ach, da liegt eine Leiter. Alles klar. Ich nehme mal hier ein bisschen rumäugen. Das müssen wir dann wahrscheinlich zu Ellie schieben, weil das Ding nicht schwimmen kann. Oh. Steig drauf. Wirklich? Ja. Ellie. Okay, okay. Vorsichtig. Ich hab dich. Achso, muss ich wahrscheinlich raus. Warte mal, muss ich schnell was notieren. Oh, immer wieder schön Tageslicht. Okay, nicht wie raus hier. Einfacher gesagt, als wir getan. Achso, da geht's lang. Überall diese merkwürdigen Gebilde. Heiler Scheiß. Hey, also, wegen Tess. Ich weiß nicht mal, okay, ich sag dir mal, wie es abläuft. Erwähne nie wieder Tess. Niemals. Es ist besser, wir behalten unsere Geschichten für uns. Zweitens, erzähl niemanden von deinem Zustand. Man wird dich für verrückt halten oder töten. Und drittens, du tust, was ich sage, wenn ich es sage. Alles klar? Klar. Wiederhol es. Was du sagst, zählt. Gut. Da ist eine Stadt. Ein paar Meilen nördlich. Ein Typ dort schuldet mir was. Kann sein, dass er ein Auto für uns hat. Okay. Los, gehen wir. Na bitte. Ja, hier lang wird's schneller gehen. Wow. Was? Nichts. Ich hab nur sowas noch nie gesehen. Deshalb. Etwa den Wald? Ja. Im Wald war ich noch nie. Ist ziemlich cool. Warum bringst du mich nicht zurück zu Marlene? Wenn sie das schaffen könnte, hätte sie dich behalten. Na, vielleicht geht's ihr besser.
Kleine, ich will dich nicht aufregen, aber ihre Überlebenschancen waren nicht gerade hoch. Sie ist viel stärker, als du glaubst. Es ist egal. Denn ich glaube kaum, dass einer von uns lebend bei ihr ankommen würde. Glaub mir, mir wäre es anders auch lieber. Damit sind wir gut bedient. Schade, dass wir da keinen unendlichen Ressourcenbeutel haben. Gib mal Gas, Joel. Machen wir schnell mal darauf. Ist auch nichts. Gut. Oh, scheint mir hier lang zu gehen. Ich wette, es ist verschlossen. War ja sowas von klar, ne? Oh Mist. Klettern wir rauf? Nein, da oben ist ein Stacheldraht. Wir müssen irgendwie drum herum. Wow, da! Ein Brett, also alles klar. Zeichnen wir da hinten hin. Da geht's nicht Mist. Weiter. Tja, hier drüben geht's auch nicht. Wie wär's damit? Wir nehmen den hier. Und werden das an dieses Haus stellen. Weil ich dann nämlich eine Möglichkeit gesehen habe zum Klettern, wenn es geht. Wenn wir erstmal hinter das Haus schauen. Alles gut. Ja. Oh. Das wollen wir doch mal gleich mal tauschen. Na also. Dann wären wir auch schon drüben. Bist du das, Bill? Oh, scheint mir nach einem Bill auszusehen. Wo trefft ihr euch denn sonst immer? Na? Das kommt drauf an. Du warst noch nie hier, oder? Ich weiß, dass er hier lebt. Aber nein, ich war noch nie selbst hier. Und der Rauch, das soll er sein? Das wäre gut für uns. Wow, dann sehen wir mal nach. Okay, komm. Wenn wir gerade mal schauen. Wir haben drei, alles klar. Vielleicht können wir da. Nee. So. Da will ich noch schnell noch mal zu dem LKW schauen. Aber da ist auch nichts. Gut. Hier lang. Sei vorsichtig, nicht, dass du fällst. Oh, ich höre irgendwas. Was ist das? Es steht natürlich da drin, da. Jetzt müssen wir den gar nicht umlegen. Oh, da. Versperrt aus.
Wie machen wir es denn? Mit dem Messer. Moment, wir stellen hier gleich mal wieder ein Messer her. Nehmen wir. Irgendwo scheint da noch so Klicker da rumzulungern. Drin. Bull. Mehr Pillen sammeln. Also irgendwo schwirrt da ein Klicker rum. Aha, da drüben drin also. Hier durch. Ja, klasse, das sind wir ja wieder da, wo wir vorher. Sollte ich Munition verschwenden oder soll ich es wieder mit dem Messer machen? Ich mach's mit dem Messer. Also schauen wir nochmal ins Haus rein. Oder hier in den Schuppen. Voll. Also da war ja nichts drin. Gut. Dann sparen wir uns den Weg ins Haus. Können wir hier runterschauen. Okay, dann haben wir quasi so gut wie kein Messer verbraucht. Naja, doch verbraucht. Verbraucht schon. Oh Mist, ist von der anderen Seite verriegelt. Hier, hilf mir hoch. Nein, das kommt gar nicht in Frage. Na, ich heb dich nicht hoch. Wie sollen wir das uns aufkriegen? Ja, also würde ich dann schon sagen, heb sie mal drüber, Joel. Gut. Stell den Fuß drauf. Mach es nur auf, sonst nichts.
Geh klar. Nee, die kannte schon. War doch einfach. Ja. Gut gemacht. Danke, Ellie. Danke. Ne, tauschen wir nicht. Wir behalten das. Ich werde aber hier kurz rumschauen. Also, dein Kumpel hat ein Auto für uns. Und was dann? Ja, dann suchen wir Tommy. Marlene meint, er ist dein Bruder? Wichtiger ist, dass er mal ein Firefly war. Er weiß, wo du hin musst. Oh, okay. Er lebt weit weg von hier. Deshalb brauchen wir das Auto. Wenn es blinkt und leuchtet, ist immer was zu mitnehmen. Mhm. Hey, da! Sehr gut. Zwerge? Ja, das sind Zwerge. Mann, ich hatte ein Bilderbuch mit Zwergen. Ich fand sie immer so richtig niedlich. Aber Feen nicht. Die machen mir Angst. Oh, verstehe. Haben wir echt schnell was übersehen, wenn man nicht nah genug dran steht? Cashier. Alles total verlassen. Würde mich ja gerne mal interessieren, wie lang das schon so ist. Oder diese Pandemie, was da ausgebrochen ist, wie lange die schon existiert. Oder vielleicht ist mir da anfangs was entgangen. Also von da drüben sind wir gekommen. Sind wir mal hinten rum. Habe ich mich getäuscht. Oh, wie geil ist das denn, eine alte Pizzeria. Wow, sieh mal da. Spezialcola. War bestimmt echt mal ein schickes Restaurant. Was? Schon mal gespielt? Nee. Aber ein Freund von mir war voll verrückt nach diesem Spiel. Da gibt es wohl diese Frau namens Angel Knives. Wie war das nochmal? Sie schlägt dir ein Loch in den Bauch und tritt dir dann den Kopf ab. Ich war nie ein großer Fan von sowas. Ich würde es gerne spielen. Das mit den Klingen an die Finger, das erinnert mich irgendwie entweder an Freddy Krüger oder an X-Men. Nicht schlecht. Also gut, dann da draußen war eine Treppe nach oben, wenn wir da mal hinschauen. Alter Schwede, du. Befehl zur Evakuierung von der Federal Disaster Response Agency. Wir gucken mal nach oben. Ah, der Weg war umsonst. Halt, war nicht umsonst. Acht Teile. Da hupfe ich gleich darunter.
Haben wir denn da drüben? Concord Eatery on Main. Befehl zur Evakuierung. Evakuieren wohin? Was denkst du? Quarantänezone. Tja, manche Städte wurden gewarnt, bevor die Infektion kam. Hab ich gar kein Safe. Mann, das ist hart. Man muss sein ganzes Zeug zurücklassen. Der Rest war härter. Ich habe aber nichts gefunden. Schnell noch mal in die Pizzeria reinschauen. Vielleicht habe ich ja tatsächlich was übersehen. Best Pizza, Antoni Pizza. Irgendwie ein Zettel oder so. Hier lag auch nichts, oben ist die Tür verschlossen. Da haben wir halt Pech gehabt. Aber kann sein, dass wir vielleicht hier irgendwo doch noch was finden. Das ist bloß die Sonne. Ja, das ist Bills Handschrift. Lebt sonst noch jemand in dieser Stadt? Soweit ich weiß, ist er allein. Denkt an Highschool. Okay, ich werde erstmal hier runterschauen. Jetzt haben wir die ganze rechte Seite. Ah. 51721, das ist bestimmt der Code. Die Kombination ist 5, 17, 21. 5, 17, 21. Gut, dann laufen wir da nochmal hoch. Lass uns doch den Safe nicht hingehen. Die Lichtstimmung finde ich ja total genial. So in diesem Abendrot oder was das ist. So, das Safe müsste jetzt hier stehen. Halt. War da noch was? Alles gut. Ah, shit. Extras war das da? Nein. 5, 17. Reinig. Halt. Halt. Nachricht an Bob, warte, ich weiß nicht, ob es das ja 5.17.21, alles klar.
Da wäre uns doch was entgangen. So, alles klar, wir sind von da drüben gekommen. Gut, dann schauen wir auf dieser Seite weiter. Musikstor, da schauen wir doch mal rein. Musikladen. An der Kirche. Nur mal schauen, wie viele Messer können wir da noch eins herstellen? Ob man so alles findet? Was denn? Diese Musik, die hier rumsteht. Und niemand hier, der sie sich anhört. Ich weiß nicht, ich find's schrecklich. Okay, hier gibt's nichts mehr für uns. Oh, ein Seil. Bam. Oh Mann! Oh, krass! Was war denn das? Oh, Ellie freut sich wie ein Schneekuchenpferd. Bells Fallen. Dein Freund ist paranoid, oder? Na, das kannst du laut sagen. Und wie ist er sonst so? Tja, er hat uns oft beim Schmuggeln geholfen. Er weiß, wo es was gibt. Da ist eine Tür. Hoffe ich, dass wir auf der Suche nach ihm nicht draufgehen. Halt die Augen offen, dann passiert nichts. Aha. Da ist noch eine Schnur. Ah, war mir klar, Vorsport. Messer, also gut, Messer. Na bitte. Okay, dann rentiert sie sich schon, um Messer zu opfern. Moment mal. Gibt's hier keinen Stein oder irgendwie sowas? Nö. Bevor ich aber da lang gehe, dann erstmal nach da hinten. Oh, was ist das? Pfeile, gibt's bestimmt irgendwann einen Bogen. Vermutlich schon. Der Bogen ist leider nicht meins. Oha, eine Leiter. Komm her, mit der hier kommen wir rüber. Den werde ich erstmal da hinstellen. Oh, gut. Ich will mal da in den Gang reinschauen. Ach so, da geht's bloß wieder nach draußen. Aber ja, gut. Hast du den Draht? Berühr nicht, okay? Lass den Kopf unten, dann klappt das schon. Okay. So, so schnell mal nach vorne hinschauen. Kurz die Lage peilen. Alles klar, da war ich schon. Dann müssen wir da.
cool. Gib ihn doch mir. Ich kann ziemlich gut damit umgehen. Für Waffen bin weiterhin ich zuständig. Tja, wir hätten beide Waffen als Absicherung. Vergiss es. Also hier geht schon mal nicht lang. Bei der Kirche, da war was, ja. Okay. Ich glaube, ich habe was übersehen. Wir sind doch über ein Brett rüber gelaufen. Vielleicht kann man das mitnehmen. Dachte ich mir doch. Ah, da unten steht einer. Das ist ein Klicker. Oh, Scheiße. Mal zu. Oh, die hat gut gebrannt. Eine sehr ausgeglichene Person, wenn wir bei ihm sind. Überlass mir das Reden. Hast du gehört? Ja, alles klar. Du musst dich daran halten. Er ist nicht gerade nett zu Fremden. Okay. Bill ist okay. Er braucht nur etwas Zeit, mit dir warm zu werden, okay? Ups. Hätte ich jetzt beinahe nicht gesehen, ja. Aufpassen, Ellie, da ist Draht. Jetzt hier reinschauen. Hörst du das? Ja. Mal sehen. Ach du Kacke da. Das sind andere zwei Sprengdrähte. Da sind wir gekommen. Voll. Nochmal die Knarre in die Hand nehmen. Scheiße, willst du da reingehen? Mal sehen, was wir finden. Du findest meine Leiche, wenn mich der Schlag getroffen hat. Keine Sorge. Das wird schon.
Spannung liegt in der Luft. Wer weiß, was mich da jetzt im nächsten Raum erwartet. Mann! Ich habe mich zu Tode erschreckt! Ja. Tja, sehen wir uns ruhig mal um. Aber die Waffe hält gut. Elchen? Dahinter eine Notiz. Oh. Ekra. Esra. Rachel. Ob sie sich hier gefunden haben? Woher soll ich das wissen? Ich finde es jedenfalls schön. Also hier sind wir dann so gut wie fertig. Lass uns von hier verschwinden. Okay. So, wir merken uns hier mal die Steine. Bam. Oh, krass. Die Dinger sind ja der Hammer. So kann man es auch machen. Bin ich bescheuert, dass man mehr Steine nehmen kann? Sind alle zwei kaputt? Ach, nochmal. Okay, pass gut auf. Ach, da liegt gleich einer. Nehmen wir doch den. Na komm. Bleib in meiner Nähe. Hey, komm schon, wir. Oh, Scheiße! Hier. Ich hab dich. Ach du Verdammt. Scheiße! Was ist passiert? Das ist noch eine von Bills Scheißfallen! Da, der Kühlschrank. Das ist das Gegengewicht. Okay. Ja, was passiert denn jetzt hat? Die muss mich bestimmt losschneiden. Schneid das Seil durch, so komme ich runter. Bin dabei. Ach du Scheiße. Joe! Scheiße, sie kommen! Come on.
Junge! Bereit, Ellie! Halt euch! Oh, Scheiße! Alles okay? Ja! Los, du schaffst es! Verdammt nochmal! Oh, komm schon! Oh, ich krieg's nicht durch! Beeil dich! Steh in Ruhe, du blöde Scheißvieh! Alter, mach halt schneller, Ellie! Oh, Alter, wie viel kommen denn da noch? Wow, er ist Gott. Wohin? Okay. Oh, Scheiße! Sag nochmal! Weg! Zurück! So lang! Okay, wir müssen durch! Komm! Hier! Lauf, Ellie! Verdammt! Wo ist der Scheiß? Leute, hinter uns! Will, na los! Ah, shit! Oh, Scheiße! Ah, verdammt nochmal! Weg! Zurück! So lang! Okay, wir müssen durch! Komm! Hier! Lauf, Ellie! Verdammt! Wo ist der Scheißschlüssel? Leute, hinter uns! Will, na los! Schnell weiter, hier sind wir nicht sicher. Will, sie kommen durch die Tür! Abgewollt! Mach sie fertig, sonst kommen wir hier nicht raus! Ehrlich, zurück! Zurück! Bleib bloß weg von mir! Okay, na los, wir sind fast da, Oh, Scheiße. Gott verdammt, sie kommen her! Na los! Sie kommen her! Lauf weiter, hier lang, durch den Gang! Nein! Okay. Los, Ellie, schnell! Ich lauf ja! Sie ist auf! Na los! Oh. Knapp. Danke für die Rettung und so. Ach, Ellie. Hey, was soll das? Joel! Bill. Was soll denn das? Dreh dich um und geh auf die Knie. Beruhig dich erst mal. Dreh dich um und geh auf die Knie. Jetzt mach schon. Jetzt mach mal lang. Scheiße! Wurdest du gebissen? Nein. Irgendein Ausschlag. Nein, verdammt, ich bin sauber. Wenn du auch nur zum. Verdammt nochmal! Was das? Ob's das war? Ihr kommt in mein Haus, löst alle Fallen aus. Ihr brecht mir beinahe den verdammten Arm. Und wer zum Teufel ist das? Und was macht sie hier? Es geht dich einen Scheißdreck an. Wir sind hier, weil du Joel was schuldest. Oh. Also mach sofort diese Dinge ab. Ich schulde Joel was. Soll das ein Scherz sein? Okay, mach es kurz. Ich brauche ein Auto. Oh, es ist ein Scherz. Joel braucht ein Auto. Tja, wenn ich eins hätte, das fährt, was nicht der Fall ist, warum sollte ich es gerade dir geben? Hä? Ja klar, Joel, kein Thema, nimm es doch. Nimm auch mein Essen, wenn du schon dabei bist. Na, so wie du aussiehst, hast du eh zu viel davon. Pass mal auf, du kleines Nein, Biest. Pass du auf, du hast mir Handschellen. Du jetzt mal den Mund. Okay.
Was immer ich dir angeblich schulde, so viel kann es nicht sein. Ehrlich gesagt, Bill, doch kann es. Na, ist doch egal, weil ich keins habe, das Pferd. Aber es gibt eins in der Stadt. Teile. Es gibt Teile in der Stadt. Das heißt, du könntest eins zusammenbauen. Okay. Wenn ich das mache, brauche ich Werkzeug dafür. Okay. Es ist auf der anderen Seite der Stadt. Du hilfst mir, es zu holen. Und vielleicht kann ich was zusammenschrauben, das Pferd. Aber danach schulde ich dir nichts mehr. Ist mir recht. In ein paar Tagen sind wir so oder so tot. Gut. Kommt mit. Die ganze verdammte Stadt ist vermint. Bleibt schön dicht hinter mir. Echt verlockend. Schluss jetzt. Okay. Was auch immer ihr braucht oder wollt, nehmt es euch einfach. Okay, danke. Ellie, sieh dich mal um. Vielleicht tun wir was gebrauchen. Na, klar doch. Ja, Freunde, das waren wieder spannende, unterhaltsame 80 Minuten. Jo, ich würde sagen, wir machen im nächsten Teil an dieser Stelle weiter. Und ich verabschiede mich jetzt auch, wohlgemerkt, zum Osterhasen. Muss noch ein paar Eier suchen. Auf jeden Fall, mir hat das Ding Spaß gemacht. Mir ist vorhin der Puls ein bisschen hochgeschnellt. Ja, und wie schon gesagt, ich wünsche euch noch fröhliche Ostern. Man sieht sich im nächsten Teil. Tschüss, bis dahin. Ciao, ciao.